Meine Güte, Freunde, Freunde. Okay, ich glaube, jetzt geht's. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hoffe ich, dass sich meine Stimme normal anhört, weil ich ein bisschen Halsschmerzen, aber nicht schlimm. Ich glaube, ein bisschen hört man, dass mein Hals so kratzt, aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Auf jeden Fall hatte ich heute vor, euch meine Wunschliste für 2021 zu zeigen. Es sind ziemlich viele Pferde auf dieser Wunschliste, also ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt alle dieses Jahr noch holen werde. Aber einfach mal den Überblick darüber, welche Pferde ich mir denn noch wünsche in Star Stable. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob irgendein Pferd, was ich auf meiner Wunschliste habe, ihr auch auf eurer Wunschliste habt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und ich bin auch nicht ohne Grund hier direkt auf der Starshine Ranch, denn hier stehen zwei meiner Wunschpferde. Müssen wir hier mal rüberhüpfen. Und natürlich sind es American Quarter Horses. Das erste Pferd auf meiner Wunschliste ist dieses schwarze American Quarter Horse. Ich finde es so, so hübsch. Außerdem finde ich es richtig schön, vielleicht sieht man es, wenn ich hier ein bisschen reingehe, dass der Schweif so richtig schön ombre-mäßig nach unten hin heller wird. Das sieht so gut aus. Und ja, schwarze Pferde sind sowieso immer meine Liebsten. Dann mein zweites hier ist dieses Red Roan, heißt es, glaube ich. Ich muss mal kurz nachschauen. Okay, also ja, das ist auf jeden Fall ein Red Roan American Quarter Horse. Auf Deutsch nennt man das stichelhaariges Pferd. Ich lese euch kurz die Definition vor, weil ich wusste es auch nicht. Ein stichelhaariges Pferd oder Farbwechsler hat durch das Roan-Gen eine starke Einstreuung von weißen Haaren in das farbige Haarkleid. Also mal wieder lernen wir was dazu. Ich wusste selber nicht, woher diese Farbe kommt, aber anscheinend sind es ganz viele weiße Haare im Fuchsfell. Als nächstes gehen wir ins Silverglade Landgut. Angekommen in Silverglade haben wir hier, glaube ich, direkt den nächsten Kandidaten stehen. Und zwar handelt es sich um den weißen Andalusier. Ich meine, schaut ihn euch an, das ist einfach ein Engel, wirklich. Also so ein richtig reines Weiß gefällt mir sehr, sehr gut. Zum anderen habe ich hier noch eins. Und zwar dieser mega schöne graue Trakehner. Das gefällt mir auch ultra gut mit der dunklen Mähne, das helle Fell. Außerdem ist der Trakehner auch wirklich nicht teuer. Also 750 Starcoins finde ich vollkommen in Ordnung. Dafür, dass es ein großes Pferd ist. Ich meine, so viel kosten auch die Gotland-Ponys. Als nächstes gehen wir mal zum Pferdemarkt. Beim Pferdemarkt finden wir auch noch ein paar Pferde, die ich sehr, sehr gerne hätte. Ich denke mal, hier in Set 1 müsste gleich schon eins stehen. Und zwar dieser wunderschöne schwarz-weiß gesteckte Trakehner. Es ist so ein süßes Pferd. Also das ist genau die richtige Mischung von Schwarz und Weiß, meiner Meinung nach. Sieht einfach mega süß aus. Dann wechseln wir mal das Set. Ich glaube, wir müssten Set 4. So, Set 4, ganz genau. Hier unten steht das schon. Sobald ich diesen hier ausgelevelt habe, auf dem ich gerade sitze, den Araber Pinto, werde ich mir diesen wunderschönen Araber Pinto noch kaufen. Ich finde es total schade, dass der hier im Pferdemarkt steht und man den fast nie sieht. Ich habe den richtig lange nicht mal gewusst, dass er existiert. Und er sieht so hübsch aus, wirklich. Ich werde seine Mähne wahrscheinlich dann auch so ändern, wie die ich jetzt gerade bei Summersong habe. Ja. Und das wird auf jeden Fall eins der nächsten Pferde, die ich mir hole. Ein weiteres Pferd vom Pferdemarkt steht in Set 12. So, Set 12. Und zwar müsste er hier hinten stehen. Genau. Und zwar diesen wunderschönen Appaloosa. Ich finde die Färbung von denen so wunderschön. Es sieht einfach aus, als wäre ein weißer Farbeimer in der Nähe umgefallen. Aber es ist so hübsch. So, als nächstes gehe ich nach Fort Pinta, denn da stehen auch noch ein paar, die ich gerne in meinen Stall einziehen lassen würde. Und zwar haben wir hier einmal das ganz, ganz süße braune, ja, Gotland-Pony mit
dieser wunderschönen Färbung. Generell sind diese Pferde einfach der Oberhammer, muss ich sagen. Als nächstes müsste hier noch einer direkt stehen. Und zwar, welcher wird es wohl sein? Und zwar ist es der Lipizzaner. Ich finde den so, so wunderschön, aber auch so, so teuer. Es gefällt mir mega. Also dieses Pferd, alles was es tut, seine Gänge, sein Rumstehen, Animation, es ist einfach mega schön. Den würde ich so, so gerne haben. So, hier drüben müssten wir noch kurz bei den Ponys vorbeischauen. So, hier haben wir jetzt noch das Pony, was auf meiner Wunschliste steht. Und zwar ist es dieses hier, das Blue Roan. Ich denke mal, das müsste ein Blue Roan sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Ja, dieses Pferd steht auch auf meiner Wunschliste. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Dundle. Angekommen in Dundle reiten wir direkt zum Stall. Und zwar möchte ich unbedingt noch das weiße Connemara. Beziehungsweise Fliegenschimmel. Ja, ich glaube, diese Farbe heißt Fliegenschimmel. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach nur super cute. Weiter geht's nach Wildwoods. Und zwar handelt es sich um dieses süße Urpferd. Ja, bei dieser Farbe bin ich wirklich komplett lost. Keine Ahnung, ob es diese Farbe überhaupt gibt in Real Life. Ich würde fast sagen, hier ist es ein Fuchs und auf einmal hat es blonde Mähne. Oder halt sehr, sehr helle Mähne. Naja, aber hier, ja, wie gesagt, das ist das einzige Pferd, wo ich absolut lost bin mit der Farbe. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wisst, wie diese Farbe heißt. Denn dann kann ich es kaufen und weiß sogar, welche Farbe es hat. Das hat total Sinn gemacht, dieser Satz. Wir sind jetzt auf der Sandfield Farm bzw. beim Jorvik Stall. Hier drüben gibt es auch noch viel zu sehen. Und zwar einmal wünsche ich mir unbedingt noch diesen schwarzen Knappstrupper. Denn der hat diese süße Appaloosa-Färbung, möchte ich sagen. Ich weiß nicht genau, ob man das so nennen kann. Ich finde diese Färbung einfach mega. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Und hier drüben gleich weiter wünsche ich mir noch den weißen Friesen. Ich habe ja diese zwei Schönheiten hier und auf jeden Fall wünsche ich mir jetzt noch diesen ein bisschen dreckigen weißen, würde ich es nennen, oder so mausgrau. Ja, ganz weiß ist er nämlich nicht. Es ist so ein majestätisches Pferd und ich finde die Farbe weiß oder einfach eine helle Farbe passt sehr, sehr gut zu dem. Aber ich muss, glaube ich, erstmal meine anderen Friesen überhaupt mal anfangen zu reiten. Ja, es ist ein Problem bei mir mit dem Leveln, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann mal noch auf die Reihe. Weiter geht's hier in der Hütte des Einsiedlers. Habe ich auch schon öfter gesagt, ich wünsche mir unbedingt noch ein Welsh Pony auf diesem Account. Ja, ich kann mich jedoch nicht entscheiden. Wenn ihr einen Vorschlag habt, welches Welsh Pony ich mir kaufen soll, außer dieses hier, weil das habe ich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich tendiere zu weiß und zu diesem braunen hier. Aber schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welches ihr am schönsten findet. So, das letzte Pferd in-game, denn ich habe nachher noch ein paar aus der App, aber das letzte Pferd in-game steht hier in Veildale. Und zwar geht es um dieses Fjordpferd hier drüben. Ist es nicht mega süß? Also das hier, das ist wirklich auch eins meiner allerliebsten Pferde im Spiel. Es sieht so, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, es sieht so weich aus. Ich will es einfach kuscheln. Es sieht so lieb aus. Also ein Cremello-Fjordpferd und es gefällt mir. Was war das? Geister? Hallo? Ja, egal. Ein Pferd, was es noch in-game gibt, aber im Moment einfach leider nicht verfügbar ist, ist Ayla und Umbra. Also eigentlich nur Ayla, aber die zwei halt. Und dieses Pferd hätte ich auch so gerne und es wird auch meine Wunschliste nie verlassen, bis die mal wiederkommen. Und ich hoffe so sehr, dass die nochmal wiederkommen, denn als ich angefangen habe mit Star Stable, waren die gerade weg. Weiterhin stehen aus der App noch auf der Wunschliste
Einmal der dunkelbraune Hannoveraner. Ich bin ein riesen Hannoveraner-Fan geworden, seitdem ich mir impulsartig einmal den grauen gekauft habe. Last but not least habe ich noch den Lusitano aus der App. Den blende ich euch hier auch gleich mal ein. Ja, das ist der Mausgraue mit, ich würde sagen, ja, so ein bisschen Apfelschimmelflecken hinten. Und der vorne schwarze Mähne und hinten graue Mähne. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass der nicht einfach zweimal die gleiche Mähne hat. Trotzdem gefällt er mir mega, weil ich ihn auch richtig selten in-game sehe. Und ja, damit landet auch er auf meiner Wunschliste. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit meiner Wunschliste für 2021. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welche eure Wunschliste ist für 2021 und ob ihr gleiche Pferde auf eurer Wunschliste habt wie ich. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Außerdem abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn euch solche Videos gefallen oder ihr generell interessiert an Star Stable seid. Ja, von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!